fahren. Das war das wohltuende, andersartige Motto der Presseeinführung des neuen SUV aus dem Hause Audi. Dabei erlebten die Medienvertreter eine Fahrt der Kontraste durch das Land der Mitte und lernten so die Vorzüge des Pkw in seiner täglichen Nutzung kennen. Egal ob in den Metropolen oder auf dem Land, die Teilnehmer erfuhren Authentisches über Land, Leute und das Auto und genossen die so ganz andere Präsentation. Weiterer Marketing-Effekt: An den einzelnen Stationen im Land bot sich der Bevölkerung die Möglichkeit, die neuen Fahrzeuge zu begutachten und Probe zu fahren. Unwahrscheinlich viele Eindrücke auf so einer Tour. Was mir in Erinnerung geblieben ist, die Autos waren dreckiger als die Ferkel. War das irgendwie geplant oder sehen die Ferkel da alle so aus? Ja, ich war nicht dabei. Mit den Ferkeln haben wir uns nicht so intensiv befasst. Aber die Autos waren schmutzig am Ende, ganz klar, weil der Q3 ist ein SUV und wir waren nicht nur auf befestigten Straßen unterwegs, sondern auch im wilden China, das man so hier eigentlich gar nicht kennt. Und wir haben unseren Gästen, unseren Journalisten gezeigt, dass wir unseren zweiten Heimatmarkt verstehen und haben unseren Freunden in China gezeigt, dass Audi eine tolle Marke ist. Sehr gut, ich bin auch Journalist, nächstes Mal freue ich mich über eine Einladung. Herzlichen Dank, herzlichen das sind die Gewinner. Applaus